Mach ein Finger runter, Gamer Edition. Langweilig, ich scrolle weiter. Als mir nur noch unpassende Videos angezeigt werden, bemerke ich erst, wie lange ich mal wieder auf TikTok festhänge. Diese verfluchte Plattform kriegt mich auch immer wieder. Ja, ich gebe zu, ich erwische mich immer häufiger dabei, wie ich endlos die Videos dieser App hochwische und mich und meine Zeit dabei völlig aus den Augen verliere. Das nächste Video wird perfekt für mich sein. Nur noch ein einziges Video. Das sind meine Gedanken, wenn ich mal wieder nicht aufhören kann und gefangen bin in meiner Sucht. Und ja, ihr habt recht. Es ist ganz und gar nicht gut. Nein, es ist sogar schrecklich. Doch leider ist dies eins der Dinge, an denen ich noch arbeiten muss. Vielleicht fange ich sogar genau jetzt damit an. Nach 5 Videos schließe ich die App für heute. Nur noch 5. Das werde ich ja wohl noch hinbekommen. Die meisten Clips interessieren mich sowieso nicht, daher fällt es mir bisher leicht. Nach den ersten 3 TikToks war kein Spannendes für mich dabei. So weit, so gut. Doch als ich das nächste sehe, stoppe ich unerwartet. Es hieß im Titel 24 Hours Haunted Cave Challenge. Das heißt auf Deutsch so viel wie 24 Stunden verfluchte Höhlen Challenge. Wie krass. Ganze 2,4 Millionen Likes hat das Ganze. Zu sehen sind 2 Jungs, die sich dabei filmen, wie sie in eine dunkle, gruselige Höhle gehen und dort eine Nacht verbringen müssen. Ja, genau genommen sind es meistens nicht wirklich 24 Stunden, aber meiner Meinung nach lange genug. Das sieht mal echt angsteinflößend aus, diese Höhle. Sie leuchtet mit ihren Taschenlampen umher, als ich plötzlich in 2 verschreckte Gesichter blicke. Irgendetwas war passiert, doch ich weiß nicht genau was. Jedenfalls filmen sich die Jungs dabei, wie sie schreiend aus der Höhle rennen und heilfroh sind, dort raus zu sein. Never again, sagt der Amerikaner panisch, als er sich wieder in Sicherheit befindet. Ich bin neugierig und klicke auf den Hashtag unter dem Video, um weitere Videos zu sehen. Und offenbar scheint es eine populäre Challenge zu sein, denn es gibt unzählige Videos darüber, wie sich Menschen nachts in Höhlen begeben. Zugegebenerweise juckt es mich schon gewissermaßen in den Fingern, es auch mal auszuprobieren. Ob meine Jungs die Challenge schon kennen? Ich schicke ihnen einfach mal das Video und frage sie. Die Antwort meiner 3 Freunde ist folgende. Ja, natürlich kenne ich die Challenge. Meine ganze For You-Page ist voll damit, schreibt Toni. Kilian schreibt, ja, ich kenne die auch. Die Leute erzählen teilweise von ganz gruseligen Dingen, die ihnen dabei passiert sind. Ebenso auch mein anderer Freund Malte, der schreibt, bei mir ganz genauso, die Leute sind irre meiner Meinung nach. Aber sag jetzt nicht, dass du das auch machen willst, Adrian. Damit meint er mich. Ich tippe in mein Handy. Nun ja, hättet ihr Bock? Also ich bin sowas von dabei. Ich glaube, das wird richtig krass, schreibt Toni begeistert. Auch Kilian antwortet, dass er dabei ist. Und Malte beginnt etwas einzutippen, woraufhin er folgende Nachricht sendet. Ihr seid wahnsinnig, Jungs. Ich hoffe, das wisst ihr. Aber deswegen liebe ich euch auch. Also, was wäre ich für ein Freund, wenn ich jetzt Nein sagen würde? Jawohl. Alle meine Freunde sind am Start. Wie aufregend. Ich antworte in unseren Chat. Ihr seid die Besten, ich kann es kaum abwarten. Aber die Frage ist, wo machen wir die Challenge? Befindet sich in unserer Nähe überhaupt eine verfluchte Höhle? Kilian antwortet mir. Also ich habe ein Video von ein paar Deutschen gesehen. Die waren anscheinend bei einer heimgesuchten Höhle in einer kleinen Stadt in Bayern, mitten im Wald. Wir müssten eben ein Stück mit dem Auto fahren, aber ich glaube, dass sich ansonsten keine andere Höhle in unserer Nähe befindet. Okay, werdet ihr bereit für dieses Abenteuer, Jungs? Frage ich. Sofort eilen die Nachrichten ein mit Ja, Ja und nochmal Ja. Ich antworte, na dann würde ich sagen, geht's am Wochenende für uns nach Bayern. Die Tage vor dem Trip recherchieren wir ein wenig über die besagte Höhle. Ihr genauer Name lautet die Bühlrauer Höhle. Sie existiert schon seit mehreren hundert Jahren, doch gilt erst seit 1997 als verflucht. Es heißt, dass in diesem Jahr eine Gruppe von jugendlichen Wanderern in dieser Höhle bei einem schweren Sturm Unterschlupf suchte und sie daraufhin unerwartet einstürzte. Die Jugendlichen fanden keinen Weg nach draußen und ihre Hilferufe wurden damals nicht erhört. Alle 5 Wanderer starben noch in der Höhle. Es dauerte ganze Wochen, bis Einsatzkräfte in der Bühlrauer Höhle nach den Vermissten suchten und den zugefallenen Eingang wieder freimachten. Dabei fanden sie lediglich noch die toten Körper der Verstorbenen. Seither heißt es, dass die Geister der toten Wanderer noch dort sind. Und viele neugierige Abenteuerhungrige lassen sich die Gelegenheit nicht nehmen, trotz Gefahrenwarnung die Höhle zu betreten und ihre Präsenz spüren zu wollen. Zu diesen Neugierigen gehörten leider Gottes auch wir 4. Ach, was soll's. Man lebt nur einmal, war unser Motto. Am besagten Wochenende geht es nun endlich für uns auf die Reise. Malte fährt uns mit seinem Opel Corsa die 3 Stunden runter nach Bayern. Es ist 19 Uhr, die Sonne scheint noch hell am Himmel und durch die offenen Fensterscheiben bläst uns die frische Sommerluft in die Gesichter.
Die Musik ist voll aufgedreht und sorgenfrei grölen wir die Songs mit. Noch. Nach der dreistündigen Fahrt sind wir auch endlich in dem kleinen Städtchen angekommen, wo wir hin wollten. Mittlerweile ist es 22 Uhr abends und die Sonne ist bereits untergegangen. Perfekte Voraussetzung für die bald folgende Aufgabe. Eine ganze Nacht in dieser Höhle verbringen. Ein Glück ist es Sommer, andernfalls hätte ich das wahrscheinlich nicht überlebt. Wo befindet sich diese Höhle nun genau? Fragt Kilian, als Malte gerade parken will. Also es sieht so aus, als müssten wir von hier aus laufen. Die Bühlrauer Höhle ist mitten in einem Wald. Da kommen wir mit dem Auto nicht einfach rein. Ich parke jetzt erstmal hier und dann suche ich nach einer Route, erklärt Malte. Bin schon dran, erwidert Toni, der die Höhle bereits in Google Maps eingegeben hat. Von hier aus sind es noch 21 Minuten zu Fuß. Das geht ja noch. Habt ihr eure Taschenlampen? Frage ich, woraufhin die anderen ihre hervorholen. Sehr gut, dann kann es ja losgehen, sage ich, und zusammen laufen wir mit unseren Rucksäcken auf den Schultern in den finsteren Wald hinein. Was glaubt ihr, erwartet uns da drin? Fragt Malte. Kilian antwortet als erster. Also in dem Video, was ich gesehen habe, haben die angeblich Stimmen oder Schreie gehört oder sowas. Die Stimmen der verstorbenen Wanderer vermutlich. Wie krass, erwidert Toni fasziniert. Ja, ich hoffe, wir hören sie auch, füge ich hinzu. Jungs, hier steht, wir müssten in einer Minute da sein. Seht ihr irgendwo eine Höhle? Fragt Toni, der die Route auf seinem Handy verfolgt. Wir leuchten um uns herum. Ja, ich glaube, ich sehe sie, ruft Malte. Da rechts. Zu sehen ist eine riesige Erhebung aus Stein, welche von Pflanzen umgeben ist. Darunter erkennen wir den dunklen Eingang. Das muss sie sein, rufe ich und wir begeben uns dorthin. Leute, seht mal das Schild, sagt Kilian und deutet auf ein aufgestelltes Warnschild mit den Worten Achtung, Lebensgefahr. Toni reagiert darauf mit, war klar, dass das hier steht, nach allem, was hier passiert ist. Doch hindert uns das? Wir grinsen uns alle verschmitzt an und wissen untereinander ganz genau, dass unsere Antwort niemals lautet. Na dann mal auf ins Abenteuer, verkünde ich. Und um 22.30 Uhr betreten wir endlich die berüchtigte Bühlrauer Höhle. Es geht zu Beginn recht steil nach oben, bevor wir ins Innere gelangen. Langsam tasten wir uns vor, um nicht zu stürzen. Jungs, passt auf! Ruft Malte, als plötzlich an die 100 schreienden Fledermäuse direkt über unsere Köpfe fliegen. Ich hab mich fast zu Tode erschrocken. Leute, ich bin ja echt kein Mensch der Angst, aber diese Höhle hat es in sich. Ich hab mal so gar kein gutes Gefühl drin, gibt Kilian zu. Ja, ich bin voll bei dir. Dieses Ding macht einem Angst, stimmt Toni ihm zu. Im Vergleich zu draußen fällt die Temperatur hier drin extrem ab. Es riecht übel nach Fledermauskot und durch das Licht der Lampen sehen wir bloß die steinigen Wände. Jede Sekunde erwarte ich, dass mich gleich eine dunkle Gestalt, ein Schatten oder ein wütendes Tier anspringt. Die Höhle ist aber wirklich groß, muss ich sagen. Da lässt es sich doch aushalten, oder? Erwähnt Malte, der gerade seinen Schlafsack auspackt und so tut, als wären wir gerade in einem schnuckligen Hostel angekommen. Kilian tut es ihm nach, woraufhin auch Toni und ich unseren heutigen Schlafplatz herrichten, bevor wir offiziell in die Challenge starten. Also, wo seid ihr Geister nun? Zeigt euch, nicht so schüchtern! Toni, spinnst du? Falle ich ihm ins Wort. So funktioniert das doch nicht. Du verärgerst sie nur. Ein bisschen Feingefühl und Respekt ist hier gefragt. Pass auf, ich versuche es mal. Hallo, ich bin Adrian und das hier sind meine Freunde. Wir kommen in Frieden und wollten euch fragen, ob ihr anwesend seid hier. Spürt ihr etwas? Fragt Malte, der wie angewurzelt auf der Stelle steht. Ich sage, nein, rein gar nichts. Und ihr? Nichts, antwortet Kilian. Vielleicht wollen sie uns sich nicht zeigen, weil Toni so frech war. Malte wirft Toni einen vorwurfsvollen Blick zu. Ja, natürlich, Leute. Jetzt bin ich schuld, oder was? Toni stampft verärgert weiter in die Höhle hinein. Und Malte und Kilian versuchen währenddessen erneut Kontakt zu den verstorbenen Wanderern aufzunehmen. Sie flüstern durcheinander. Wir kommen in Frieden. Zeigt euch, wenn ihr bereit seid. Wir wollen euch nichts Böses. Toni, hey, lauf allein nicht so weit in die Höhle rein. Das ist gefährlich. Rufe ich ihm zu, als ich sehe, wie er sich immer weiter von uns entfernt. Ein Glück hört er mir zu und ruft noch immer verärgert zurück. Was soll schon passieren? Sollen die Geister mich etwa holen? Die Geister, die ihr verzweifelt ruft, aber überhaupt nicht da sind? Oh, ich hab ja solche Angst. Ihr macht euch echt zum Affen. Toni, jetzt warte doch, rufe ich zurück und gehe ihm hinterher, bevor wir ihn verlieren. Wenige Augenblicke später spüre ich plötzlich ein Beben unter meinen Füßen und bleibe stehen. Jungs, was ist das? Frage ich Malte und Kilian, als ich mich zu ihnen umdrehe. Doch bevor sie antworten können, kann ich dabei zusehen,
wie hinter ihn riesige Felsbrocken von der Decke stürzen. Yo, was passiert hier? Malte und Kilian schrecken zusammen und halten sich die Arme schützend über ihre Köpfe, während immer mehr Teile der Decke runterkrachen und direkt hinter uns den Ausgang versperren. Schnell, wir müssen hier raus, ruft Kilian. Toni ist noch da hinten. Ich hole ihn, geht schon. Inzwischen war der Ausgang über die Hälfte verschüttet und der Staub wirbelte sich auf wie verrückt. Kilian und Malte versuchen so schnell wie möglich aus der Höhle zu klettern, ohne von den schweren Felsbrocken erschlagen zu werden. Mir bleibt keine Zeit, nach ihnen zu sehen, denn ich muss Toni finden. Was ist passiert? Hör ich ihn rufen, als er mir Gott sei Dank entgegenläuft. Auch Toni steht die Angst ins Gesicht geschrieben. Wir müssen hier sofort aus die Höhle brechen! Brülle ich gegen das Beben der Steine an. Toni und ich rennen los Richtung Ausgang. Doch je näher wir dem kommen, desto dunkler wird es um uns herum. Bis auch das letzte bisschen Licht erlischt. Toni und ich stehen im Finstern. Mach schnell die Taschenlampe an, Adrian, beeil dich schon! Schreit Toni mir zu, als wir nicht einmal unsere Hand vor Augen sehen können. Ich versuch's ja. Ich suche hektisch nach dem Anschalter der Taschenlampe in meiner Hand. Als das Licht angeht, lasse ich einen erleichterten Seufzer los. Doch als wir endlich wieder sehen können, wo wir sind, müssen wir auch bedauerlicherweise erkennen, dass wir zu spät sind. Der Ausgang der Höhle ist bis oben hin zugeschüttet. Uns beiden kann man die Sprachlosigkeit ansehen, als wir starr auf die riesige Felswand blicken. Toni, Adrian, hört ihr uns? Das dumpfe, leise Schreien von Malte dringt gerade so durch die dichte Steinbarriere zu uns. Das ist Malte. Sie sind da draußen. Ja, wir hören euch. Aber wir kommen nicht mehr raus, brülle ich zurück und fange an zu husten, wegen des vielen Staubs in der Luft. Habt keine Angst, Jungs. Wir holen sofort Hilfe. Haltet einfach so lange durch, okay? Ruft Kilian uns zu. Scheiße, Adrian, wir sitzen einfach mal in einer verfluchten Höhle im Nirgendwo fest. Wir werden hier sterben, Mann. Ja, genau, wir werden hier ins Gras beißen, Adrian. Toni fängt an, wahnsinnig zu werden. Toni, jetzt komm mal runter. Wir werden hier nicht sterben, dass das mal klar ist. Die anderen holen bereits Hilfe und vielleicht können wir ein paar Steine auch schon selbst aus dem Weg räumen. Komm, hilf mir und pack an, erwidere ich und stürze mich auf den Berg Felsen. Oh Mann, warum sitzen die so verdammt fest? Ich bekomme sie keinen Zentimeter vom Fleck bewegt. Was ist mit dir? Ich blicke rüber zu Toni und er sagt, keine Chance, Mann, die sind wie festgeklebt. Er wischt sich vor Frust und Anstrengung den Schweiß von der Stirn. Tja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als zu warten, was? Wenn du mit warten unser Ende meinst, dann ja, sagt Toni hoffnungslos. Toni, bitte geh mir jetzt nicht auf die Nerven. Wir kommen hier schon wieder raus, Mann. Lass uns einfach die Zeit überbrücken. Ich meine, wenigstens haben wir noch unsere Schlafsäcke und ein paar Snacks und Wasser. Ja, okay, du hast schon recht, Bro. Wir müssen jetzt zusammenhalten und nicht streiten, kommt Toni mir entgegen und legt nun auch seinen Pessimismus beiseite. Dass wir nicht schon vor Panik völlig durchgedreht sind, ist reiner Selbstschutz. Einfach ausblenden, in welch lebensgefährlichen Situationen wir hier stecken. Jedenfalls laufen wir nun zurück zu unseren Schlafsäcken und setzen uns mit unseren Taschenlampen auf den Boden. Wir checken unsere Handys ab, doch erkennen schnell, dass wir sowieso kein Netz hier drin haben. Stille macht sich breit. Wir haben uns nichts zu sagen. Unsere Gedanken kreisen bloß durch unsere Köpfe. Dann aber beginnt Toni wieder das Gespräch. Hast du auch ein Déjà-vu? Ein Déjà-vu? Was meinst du? Frage ich nach und Toni sagt, na, eine Gruppe von Freunden soll hier in der Höhle gestorben sein. Und jetzt sieh uns an. Jetzt geschieht uns genau das Gleiche. Zugeschüttet und eingesperrt. Wir sind jetzt diese Gruppe. Ist das purer Zufall? Ja, du hast recht. Jetzt sitzen wir hier fest. So wie bei dem tragischen Unfall von damals. Aber worauf willst du genau hinaus? Hake ich nach. Adrian, glaubst du, ich bin daran schuld gewesen? Was redest du da, Toni? Adrian, vielleicht hättest du recht. Vielleicht habe ich die toten Wanderer ja wirklich wütend gemacht. Vielleicht war das Absicht von ihnen, weil wir ihre Totenruhe oder so gestört haben. Und sie waren doch bereits die ganze Zeit über anwesend. Ich bin schuld, Adrian. Es tut mir so leid. Toni, du bist nicht schuld, okay? Ja, ich gebe zu, vielleicht sind die Geister ja wirklich die ganze Zeit unter uns gewesen. Und ich gebe auch zu, dass ich mir nicht genau erklären kann, wie plötzlich aus dem Nichts die Höhle zusammengebrochen ist. Aber meinst du wirklich, die haben uns mit Absicht hier eingesperrt? Nach all dem, was sie selbst durchgemacht haben? Ich weiß es nicht. Aber mittlerweile kann ich mir alles vorstellen. Und Toni, wenn wir beide jetzt schon mal hier feststecken, wollen wir uns hier mal ein bisschen umschauen? Wir können die Challenge schließlich noch beenden und das Beste aus der Situation machen und möglicherweise sogar noch ein wenig guten Content produzieren. Was sagst du? Dein Optimismus gefällt mir, Adrian. Ich kann echt froh sein, genau mit dir hier festzusitzen, Bro. Auf geht's, ich bin dabei. Toni erhebt sich aus seinem Schneidersitz und schnappt sich seine Taschenlampe. Und zusammen begeben wir uns nun in die dunkle Tiefe der heimgesuchten Höhle.
Der staubige und steinige Boden knarrt bei jedem Schritt unter unseren Schuhen und die einst so groß wirkende Höhle wird immer enger. Die Wände über und neben uns werden dichter. Als wir mit der Taschenlampe in die leere Weite vor uns leuchten, begegnen wir erneut ein paar von der Decke hängenden Fledermäusen, deren Augen vom Licht reflektiert werden und uns anleuchten. Adrian, hier sind zwei Abzweigungen. Ja, ich kann's auch sehen. Ich schaue zurück, von wo wir herkamen, und fahre fort. Das ist ganz schön riskant, Tony. Wir dürfen uns auf keinen Fall verlaufen. Ja, da hast du recht, aber ich will unbedingt wissen, was hier noch so auf uns lauert. Ich habe eine Idee. Tony zieht sich seinen Schuh aus und zieht sich seine weiße Socke vom Fuß. Verwirrt schaue ich ihm dabei zu. Hier, so wissen wir genau, wo wir schon waren. Tony legt die Socke vor die Weggabelung. Als Markierung. Starke Idee, Tony, Mann. Sehr gut, lobe ich ihn. Gut, also wollen wir zuerst links oder rechts lang? Nachdem Tony seine Frage ausgesprochen hatte, überkommt mich ein seltsames Gefühl. Aus irgendeinem Grund zieht es mich plötzlich nach links, doch ich kann nicht beschreiben, wieso. Alles okay? Fragt Tony. Was? Ja. Weißt du was? Lass uns doch zuerst den linken Weg nehmen. Wie du willst, erwidert Tony, und schon läuft er vor. Oh, pass auf, Bro, hier ist es echt eng. Ich sehe, wie Tony geduckt durch die enge Öffnung läuft und muss zugeben, obwohl ich eigentlich nicht klaustrophobisch bin, dass es mir doch ein ziemlich beklemmendes Gefühl in der Brust bereitet. Zögernd und vorsichtig folge ich meinem Freund. Also gut, Adrian, es war nur ein kleines Stück. Bist du einmal drin, wird es wieder breiter. Vertrau mir, ruft Tony mir zu, während ich mich durch den kleinen Spalt quetsche. Als ich einen Blick nach vorne werfe, kann ich erkennen, wie Tony wieder aufrecht stehen kann. Das beruhigt mich enorm. Schnaufend und eingepudert in Staub, bin ich endlich aus der schmalsten Stelle draußen und kann durchatmen. Hey Tony, ich hab's geschafft. Mann, war das anstrengend. Ich richte mich auf und blicke hoch zu meinem Freund, der mich bloß kreidebleich und erschrocken ansieht. Was ist los, Bro? Geht's dir nicht gut? Frag ich besorgt. Flach atmend antwortet er nur. Ich glaub, wir stehen gerade genau dort, wo die Wanderer gestorben sind. Er steht wie erstarrt vor mir. Was meinst du, Tony? Frag ich verwirrt, doch meine Frage beantwortet sich von selbst, als ich hinter Tony auf die Knochenreste der toten Freundesgruppe blicke. Mir stockt der Atem und ich falle zwei Schritte nach hinten. Ach du Scheiße, Tony, sag ich verängstigt. Glaubst du echt, dass das die toten Teenager sind? Ja, was denkst du denn? Natürlich sind die das, erwidert Tony. Aber es fehlen ganz schön viele Knochen, findest du nicht? Wobei die Höhle sich natürlich mitten im Wald befindet und die Tiere hier vermutlich schon ihr Unwesen getrieben haben. Guck mal, Adrian, an der Wand da! Ich leuchte in seine Richtung auf die Felswand, wo etwas eingeritzt war. Was sind das für Malereien? Fragt sich Tony und wirft einen näheren Blick auf die noch undefinierten Zeichen. Das ist 100% von denen. Sieh mal, da sind 5 Strichmännchen und... Warte mal, Tony. Aber was ist das? Rede ich dazwischen. Ist das auch eine Person oder... Was soll diese Zeichnung darstellen? Ich zeige auf ein bizarres Etwas, welches ich nicht entschlüsseln kann. Siehst du? Es scheint, als würde es nicht zur Gruppe gehören, denn es steht weiter weg und was soll das hier sein? Tony antwortet. Ich finde, das sieht aus wie eine Wolke oder wie eine Sprechblase oder sowas. Eine Sprechblase, das ist es, fahre ich fort. Ich glaube, dass dieses Etwas versucht, mit der Gruppe zu kommunizieren. Ja, du hast recht, das könnte sein. Komisch aber, dass die Strichmännchen von ihm weggedreht sind. Als würden sie vor ihm weglaufen. Du hast recht, beende ich Tonys Theorie. Daraufhin sagt er... Aber die Frage, was genau ist dieses Etwas? Ich weiß es nicht, aber scheint nichts Gutes zu sein. Lass uns besser von hier wieder verschwinden. Mir wird das hier etwas zu düster, beschließe ich und Tony daraufhin. Ja, verschwinden wir von hier. Ich fühle mich neben diesen menschlichen Überresten auch nicht gerade wohl und die Luft wirkt irgendwie ziemlich dünn hier. Ja genau, lass uns lieber zurück zum Ausgang gehen. Die Feuerwehr wird bestimmt gleich da sein, erwidere ich und laufe zurück zu der kleinen Öffnung des Hohlraums. Warte kurz, Adrian. Ich drehe mich um zu Tony. Ich glaube, wir sollten doch nochmal schauen, was tiefer in dieser Höhle verborgen liegt. Als er das sagt, schaut er hinter sich in einen noch engeren Durchgang, der noch tiefer ins Innere führt. Aber Tony, wie kommst du denn jetzt darauf? Hast du nicht gesehen, was um uns herum ist? Die Leichen? Die Bilder? Wir können doch jetzt schon kaum noch atmen, erkläre ich. Vertrau mir, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Komm! Tony läuft schnurstracks los und quetscht sich durch das kleine Loch in der Felswand hindurch. Toni, komm da sofort raus, ich gehe da nicht rein! Toni! Rufe ich, doch er hört nicht auf mich. Scheiße, Toni, ich kann dich nicht alleine da reinlassen, das ist zu gefährlich! Komm da raus jetzt! Meine Rufe scheitern vergeblich. Toni lässt sich nicht abhalten
und ich stecke in der Zwickmühle. Mein Freund alleine in die Höhle kriechen lassen, wo er vielleicht nie wieder rauskommt, oder ihm folgen mit dem Risiko, ebenfalls zu sterben. Scheiße, Toni, du machst mich fertig! Ich bin zwar wütend, doch folge ihm widerwillig durch das Loch. Toni ist bereits ein gutes Stück vor mir und kriecht ein paar Meter vor mir durch den Tunnel. Um hier wieder rauszukommen, gibt es nur einen Weg, und der lautet rückwärts. Ich kann schon kaum mehr atmen und ich habe das Gefühl, als wäre meine Lunge bereits überlagert mit Feinstaub. Und dann plötzlich wird es eigenartig. Ich spüre auf einmal so einen Druck an meinen Beinen, wie eine Art Sog, der mich zurückzieht. Ich kann es nicht kontrollieren, woraufhin ich beginne zu glühen. Eine Welle der Panik überkommt mich. Das Schlimmste, was in so einer Situation wie meiner passieren kann, ist, dass man Panik bekommt. Deswegen versuche ich, mich mit aller Kraft zu beruhigen. Doch mein Herz fängt gegen meinen Willen an, schneller und schneller zu schlagen. Toni! Rufe ich hilflos, doch er ignoriert mich. Wieso ignoriert er mich bloß? Doch dann höre ich ein leises Fiepen in meinem rechten Ohr, gefolgt von einem Geflüster oder ähnliches. Ich kann es nicht verstehen. Zurück. Geh zurück. Was? Wer sagt das gerade? Diese zwei Worte wiederholen sich in meinem Ohr. Und auf natürliche Weise folge ich dem, was diese Stimme mir sagt. Ich wusste genau, dass es das Richtige ist, wieder zurückzugehen. Aber ohne Toni? Niemals. Also musste ich irgendwie an ihn rankommen. Toni, bleib stehen, wir müssen zurück, sofort! Nur noch ein kleines Stück, Adrian, komm, folg mir! Ruft er mir von vorne zu. Was redest du da, Bro? Komm einfach zurück, okay? Er hört jedoch nicht auf mich. Gut, wenn du nicht anders willst. Ich krieche so schnell ich kann zu Toni, bis ich mir sein Bein greifen kann, und ziehe kräftig daran. Was tust du da? Lass mich los! Toni versucht mich zu treten und verfehlt mein Gesicht nur knapp. Ob du willst oder nicht, ich lasse dich hier nicht sterben, ist das klar? Ich kralle mich an seinem Knöchel fest und krieche so schnell ich kann rückwärts aus dem Gang. Toni wehrt sich und es kostet mich eine Menge Kraft und Zeit, ihn samt mir aus diesem beschissenen Tunnel zu ziehen. Doch es gelingt mir. Ein Glück, wir sind wieder dort, wo die Knochenreste lagen. Was soll das? Ich wollte nicht zurück! Ärgert sich Toni, der wütend auf mich zu sein scheint. Hast du zu wenig Sauerstoff im Hirn oder warum bist du so komisch drauf? Sei froh, dass ich uns gerade vermutlich das Leben gerettet habe, antworte ich ernst. Komm, wir gehen zurück zum Ausgang, ob du willst oder nicht. Ich greife mir Tonis Hand und zwinge ihn mir zu folgen. Nachdem wir auch aus dem ersten Loch, welches uns begegnet war, wieder draußen sind, stehen wir nun wieder vor der Weggabelung. Die weiße Socke, die Toni dort hinterlassen hatte, war auch noch dort. Doch als ich gerade in Richtung Rückweg laufe, bemerke ich im Augenwinkel etwas Helles. Als ich mich umdrehe, sehe ich auch, was es ist. Eine winzig kleine Lichtkugel, die schwach doch hell genug leuchtet, um sie wahrzunehmen. Sie schwebt in der Luft. Das ist unmöglich. Was in aller Welt soll in einer Höhle solch ein Licht erzeugen? Da! Es bewegt sich. Es wandert in Richtung des rechten Weges, welches wir vorher nicht gewählt hatten. Ich kann es kaum beschreiben, doch ich spüre zu dieser winzig kleinen Lichtkugel, so groß wie eine Erbse, eine solch starke Verbindung, dass ich förmlich zu ihr hingezogen werde. Ich muss wissen, wohin sie schwebt. Also wähle ich statt des Ausgangs die rechte Weggabelung. Komm, Toni, wir müssen hier lang, sage ich und nehme ihn mit. Du weißt auch nicht, was du willst, oder? Sagt er genervt. Warum ist er plötzlich so komisch? Das Licht jedoch wandert langsam den Weg entlang, bis wir auch hier auf eine sehr enge Öffnung in Höhe meines Brustkorbs stoßen. Nicht schon wieder, denke ich im Inneren. Doch das so friedlich leuchtende Licht schwebt geradewegs dort hinein. Das ist unmöglich, das Loch ist viel zu eng. Wir werden stecken bleiben, denke ich. Doch gleichzeitig gibt mir die Lichtkugel ein Gefühl von Sicherheit. Dass ich ihr vertrauen kann, also tue ich es. Hey Bro, wo sind wir hier? Wir wollten doch zurück zum Ausgang, wo willst du hin? Ich merke, wie Toni plötzlich wieder normal wird. Vertrau mir, ich bin mir sicher, dass wir hier lang müssen. Ich gehe vor, folgst du mir einfach, okay? Bitte ich ihn. Okay, wenn du das sagst, erwidert er und ich bin heilfroh, dass er keinen Widerstand mehr leistet. Oh verdammt, das hier ist noch enger als vorher schon. Du musst ruhig bleiben, Toni, hast du verstanden? Wir schaffen das. Ich spreche ihm Mut zu, während ich auf dem Bauch durch den lebensgefährlich engen Tunnel krieche. Dabei versuche ich, meinen Atem stets unter Kontrolle zu halten und tiefe rhythmische Atemzüge zu machen, um bloß keine Panikattacke zu bekommen. Das funkelnde Licht vor mir unterstützt mich dabei, nicht die Fassung zu verlieren. Es nimmt mir praktisch die Angst wie durch Zauberei. Toni hat sich auch recht gut unter Kontrolle da hinten. Dann, nach etwa 15 Minuten in diesem Tunnel, erreichen wir den nächsten Abschnitt. Das kleine Licht zeigt mir den Weg in ein weiteres Loch über meinem Kopf. Inzwischen bin ich extrem kraftlos und erschöpft. Das ganze Kriechen und Klettern hat mir die letzten Kraftreserven geraubt. Der Schweiß läuft mir überall runter. Adrian, wie weit noch? Ich kann nicht mehr, ruft Toni von hinten. Nicht mehr lange, ich kann es spüren, Toni.
Ich wusste zwar nicht, was genau nicht mehr lange dauern würde, aber ich konnte spüren, dass wir nicht mehr weit vom Ziel entfernt waren. Ich sammelte noch einmal meine Kräfte und stieg mit dem Kopf voran in das Loch über mir hindurch. Die Lichtkugel bleibt dabei stets vor mir und begleitet mich auf dem Weg. Weitere endlos erscheinende Minuten vergehen. Doch dann plötzlich schwebt die Lichtkugel schneller vor mir her in Richtung Decke. Ich sehe, wie sie für einen Moment ganz hell aufleuchtet und sofort darauf restlos verschwindet. Wo ist sie nur hin? Das einzige Licht, welches uns bleibt, ist das meiner Taschenlampe. Und wir? Wir stecken nun metertief in einem hautengen Spalt in einer Höhle fest, wo uns kaum Luft zum Atmen bleibt. Was ist? Wieso bleibst du stehen? Ich halte es hier nicht mehr lange aus, Adrian, ruft Toni. Für einen kurzen Moment weiß ich nicht weiter. Das Licht, welches mir den Weg gewiesen hat, ist verschwunden. Doch, Moment mal. Träume ich oder ist mir gerade ein leichter Hauch von Luft ins Gesicht geweht? Das ist nicht möglich, oder? Ich krieche ein weiteres Stück nach vorne und taste die ganze Fläche über mir ab. Und plötzlich, als ich meine Hand auf die Steinwand oberhalb meines Kopfes presse, fällt sie plötzlich hindurch und eine frische Brise durchfährt meine Fingerspitzen. Ich taste mit meiner Hand das Umliegende ab und ich kann dünne Grashalme zwischen meinen Fingern spüren. Ist das etwa... Toni? Toni, ich glaube, ihr geht es nach draußen. Was? Bitte sag, dass das kein Scherz ist, fragt Toni ungläubig. Nein, ich meine es ernst. Hier ist ein Loch in der Decke. Ich kann den Waldboden fühlen, Toni. Mir schießen vor Glück sofort die Tränen in die Augen. Kannst du denn rausklettern? Fragt Toni. Nein, das Loch ist zu klein, aber... Warte mal kurz. Wir sind hier, Leute, wir sind hier. Hört ihr mich? Wir sind hier. Sie müssen uns einfach hören. Es gibt für uns sonst keinen Weg mehr zurück. Wir stecken zu tief fest. Adrian, bist du's? Wir hören euch. Wo seid ihr? Ich fasse es nicht. Sie haben uns gehört. Tonis Hoffnung ist auch zurück und er lässt einen Jubel los. Wir sind hier, schreit er. Ich lasse Malte und Kilian meine Stimme hören und wedle gleichzeitig mit meiner ausgestreckten Hand umher. Wenige Sekunden später greift jemand zu und hält meine Hand fest. Es ist Malte. Jungs, ich bin so froh, dass es euch gut geht. Haltet durch, wir holen euch sofort heraus, versprochen, sagt Malte zu mir. Und Kilian ruft, hey Leute, sie sind hier. Wer ist da? Frage ich, woraufhin Kilian antwortet. Die Feuerwehr, sie ist noch am Höhleneingang und versuchen die Steine wegzubefördern. Sie kommen und holen euch hier raus. Ich bin so erleichtert, Mann, ich dachte kurz, aber nur ganz kurz, wir verlieren euch. Ja, das dachten wir auch, glaub mir, erwidere ich. Schlussendlich schafft es die Feuerwehr, das Loch im Erdboden zu vergrößern und Toni und mich endlich aus dieser Höhle zu befreien. Ich habe schon zu euren Freunden gesagt, dass ihr echt leichtsinnig wart, in eine einbruchsgefährdete Höhle zu steigen, trotz ausdrücklichem Warnschild. Ihr habt Glück gehabt, dass es euch nicht so ergangen ist wie den 5 Kids aus 1997, erklärt uns ein Feuerwehrmann nachdrücklich. Und er hatte wohl recht. Wir waren dumm und leichtsinnig und haben unser Leben aufs Spiel gesetzt für eine dumme TikTok-Challenge. Nachdem wir uns ein wenig von dem Schock erholt hatten, denken wir noch einmal darüber nach, was uns eigentlich alles in dieser Höhle widerfahren ist. Toni, sag mal, was war in der Höhle kurzzeitig mit dir los? Wieso wolltest du unbedingt weiter in die Höhle hinein? Frag ich ihn, als wir unter unserer Wärmedecke im Gras sitzen. Das war ganz komisch, Mann, beginnt Toni zu erzählen. Ich hatte plötzlich so ein starkes inneres Gefühl bekommen, dass es das einzige Richtige sei, noch weiter da reinzukrabbeln. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber es war so stark, dass ich es nicht kontrollieren konnte. Ich hatte das Gefühl, ich musste da einfach rein. Komme, was wolle. Es war ganz komisch. Okay, Toni, das ist krass, denn ich hatte das nämlich auch. Was, echt? Fragt mich Toni. Ja, als wir vor der Weggabelung standen, überkam mich ein starkes Gefühl, dass wir unbedingt den linken Weg wählen müssten. Den, wo wir auf die Knochen und die Wandmalerei stießen. Und auch da, wo du daraufhin ebenfalls dieses Gefühl bekamst. Ist das nicht seltsam? Frage ich. Mehr als seltsam, echt gruselig sogar. Meinst du, das waren die Geister der Wanderer? Fragt Toni zurück. Hey Jungs, ist alles okay bei euch? Wir würden euch jetzt nämlich mit dem Krankenwagen da drüben ins Krankenhaus fahren, sagt ein Feuerwehrmann zu uns. Hören Sie, als wir da unten waren in der Höhle, da haben wir Knochen von den toten Wanderern gefunden. Vielleicht ist das ja wichtig für euch, erkläre ich. Oh mein Lieber, das kann aber nicht sein. Die Teenager wurden in der Höhle gefunden, noch bevor der Zersetzungsprozess in vollem Gang war. Die Leichen wurden damals bereits rausgeholt. Toni und ich schauen uns schockiert in die Augen. Na kommt, ich bringe euch zum Wagen, sagt der Feuerwehrmann. Adrian, wenn das nicht die Knochen von denen waren, wessen Knochen haben wir dann dort gefunden? Toni, ich glaube, es wird mir einiges klar. Erinnerst du dich an die Wandmalerei und an diese undefinierbare Gestalt?
die weder aussah wie ein Mensch noch sonst etwas, was wir kennen, und vor der die Teenager weggelaufen sind? Ich glaube, sie haben den Geist dieser Person gemalt. Die Person, die möglicherweise vorher dort gestorben ist. Und möglicherweise war der Geist dieser Person daran schuld, dass die Höhle damals zusammenbrach und die Menschen dort vergrub, so wie auch uns. Ja, Mann, du hast recht, Adrian. Denk doch mal an diese Wolke oder Sprechblase aus der Malerei. Vermutlich haben auch sie eine Stimme gehört, die sie in eine Sackgasse getrieben hatte oder terrorisierte. Ja, vermutlich haben wir beide ein und dieselbe Stimme in uns gespürt, als wir vom Weg abkamen. Und das waren von Anfang an gar nicht die jungen Wanderer, sondern die Person, die vorher dort starb. Huni, das macht einfach alles Sinn, beginne ich. Denn weißt du, was uns überhaupt aus dieser Höhle rausgeschafft hat? Ja, du warst es. Du warst ja plötzlich so sicher, wo es lang ging, antwortet Toni. Ich erwidere jedoch, nein, das war nicht ich, Toni. Es war ein winziges Lichtlein. Ein Lichtlein, welches vor mir aufleuchtete und uns die Richtung gewiesen hatte. Nur durch diese kleine Lichtkugel wusste ich, wo wir lang mussten. Ich bin ihr gefolgt. Sie hat uns gerettet, Toni. Im Herzen wussten wir beide, dass es die verstorbenen Jugendlichen waren, die uns von dem bösen Geist weggetrieben hatten und uns sicher nach draußen schafften. Sie waren die ganze Zeit über an unserer Seite und beschützten uns vor demselben tragischen Schicksal, welches ihnen 1997 widerfahren war. Und dafür bin ich ihnen unendlich dankbar. Das geht an euch, Merle, Hugo, Thomas, Greta und Erik. Danke, dass ihr uns das Leben gerettet habt. Wir werden euch das niemals vergessen. Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content und Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde, ihr unterstützt uns wirklich extrem.